So, Mike, klär mich auf, was passiert? Ja, ein Kollege von mir wird ins Gefängnis gebracht. Und die bringen ihn direkt ins Gefängnis, also es eilt. Okay, warte mal, sind die jetzt schon da quasi, oder? Also sind die schon am Gefängnis dran, oder sind die noch am Parcours? Wo sind die überhaupt? Sind die im Lakeside Valley? Wie heißt dein Kollege? Hallo Mike. Markus. Hallo Kevin. Burnett. Hallo Jockel, by the way. Hallo. Markus wer? Hallo. Markus Burnett. Okay. Ich stand auf dem Sportplatz und rede erstmal mit denen, sag denen Bescheid. Könnt ihr auf dem Sportplatz schießen? Ja, also ich schon. Okay, Kevin? Er ist schon in der Zelle. Okay, dann geh auch so, dass du auf den Sportplatz schießen kannst. Bitte. Okay, lass Mike unten sein, ja? Damit Mike unten, keine Ahnung, RP-Kram regeln kann und ansagen kann, dass sie aufhören sollen zu können. Nur ich komme. Ihr hört mich jetzt vielleicht schon? Jo, ja. Wir hören nicht. Oh, zwei Polizeiautos sehe ich. Ja, zwei Polizisten sehe ich da. Und der eine guckt mir in diesem Auto. Hat auch schon einen Taser geladen. Er kommt jetzt, macht die Tür auf. Ich glaube, der steht genau hinter der Tür. Jo. Howdy! Howdy ho! Hallo? Hallo? Hallo Polizei? Hallo? Wie bitte? Sofort wegfliegen. Aber ich würde eher sagen, ihr ergebt euch lieber oder werdet umgebracht von den Leuten, die auf den Türmen dort oben sind. Ihr habt Zeit zu kooperieren. Lasst eure Waffen fallen und euch wird nichts passieren. Fliegen Sie wieder weg. Letzte Warnung oder Sie werden umgebracht. Ich glaube, ich habe mich sehr deutlich ausgedrückt. Ich möchte mit Ihnen sprechen. Ich möchte niemanden umbringen. Fliegen Sie weg. Das ist unsere letzte Warnung. Alles klar, töte sie. Dann töten wir sie jetzt. Wir haben kein Schussfeld auf die Garde. Ja, ich auch nicht. Beschäftigt ihr ein bisschen? Ja. Ein Bulle tot? Jo. Wollt mich hier raus. Zwei sind tot. Oder? Letzte Warnung. Jungs, was ist los mit euch? Könnt ihr überhaupt nicht mehr reden? Habt ihr das verlernt? Ja? Ist das jetzt so bei der Polizei? Das geht euer Leben, ja? Für irgendeinen Scheiß? Hallo? Polizei! Hallo, hört mich jemand? Ich glaub, der war nur hallo, zu, sag mal, ist bei dir da drin noch ein Polizist, mein Freund? Nein, keiner mehr drinnen. Okay, wir kommen rein. Alles klar. Oh, ja, hier ist auch ein Toter. Der hatte auch keine Lust zu leben. Oh Gott. Grüß dich, mein Junge. Wir holen dich hier raus. Du bist Opfer geworden des Rechtssystems. Das ist ein Skandal, ist das. Ja. Ich bin mal vor Gericht gestellt. Korrekt. Schweinerei, diese Bullerei. Sag mal, kannst du vielleicht sehen, welche Zelle du hast? Mach einfach alle offen. Es sind 30. Kannst du nicht alle gleichzeitig öffnen? Steht hier nichts drauf. Gehen zum Eingangsbereich. Ja, jetzt. Ah, ich hab die Tür erwischt. Frei, ich bin frei. Ja, du bist frei. Gratulation, mein Junge. Puh, Alter. Puh. Ja, kannst du dir das vorstellen? Hier, nimm mal die dreckigen Kopfklamotten mit. Hier, da liegt sogar noch so ein Koffer. Nimm alles mit, Mensch. Ja, die Polizei wollte aus irgendeinem Grund nicht verhandeln. Ich weiß auch nicht so genau. Ich glaube, die haben mir nicht geglaubt, dass wirklich auf den Türmen Leute sind. Aber naja, die mussten bezahlen. Wie geht's dir, Markus? Geht's dir gut? Markus, wo ist Mikey? Mikey. Los hier. Na, mein Freund. Ich glaube, das war, wie soll ich sagen, der unspektakulärste Ausstiegsversuch, den wir jemals gemacht haben. Keine Ahnung, das war ja, keine Ahnung, was das war. Meine Güte, ey. Ah. Ja, da haben sie auch wieder die kompetentesten Cops hier vorbeigeschickt. Auf jeden Fall. Den sollte man auf jeden Fall einen Orden verleihen, ja? Auf jeden Fall. Gratulation, Arturo. Du hast auf jeden Fall den Award für den leitsinnigsten Cop bekommen auf der ganzen weiten Welt. Und auf jeden Fall den kooperativsten und vor allem den, der am meisten Sätze auf einmal ausspucken kann. Den zweiten Award hat auf jeden Fall
Der gute Hartmut Braun, der auf jeden Fall mindestens so gut wie jeder andere einen einzigen Satz aufsagen konnte, immer und immer wieder, und dann doch sterben musste, weil er doch nicht reagieren konnte. Ja, wie sieht's aus, Jungs? Wollen wir raus? Ich denke mal, es wird nicht lang dauern. Ah, mein Rucksack ist da drin. Oh. Oh, nehm mal kurz Abstand, Jungs. Ich hab noch mal Lust auf was. Yeah. Hab ich auch die Uzi. Hoho. Abstand! Das Fahrzeug, nicht dass das Fahrzeug in die Luft fliegt. Ja, mal weg hier, nicht dass das Fahrzeug in die Luft fliegt. 20 Sekunden. Nice. Easy peasy, lemon squeezy. So, wollen wir jetzt abholen mit dem Heli? Jo. Komm runter. Ja, Longfinger Mike muss erst mal gucken, ob in dem Polizeiauto was zu holen ist. Ich wollte gerade sagen, Mike, du hast einen Ruf zu verteidigen. Ja, komm, Kevin, wir fliegen weg. Nee, leider nix. Die haben das Fenster zugemacht. Ah, ärgerlich. Soll ich Markus mitnehmen? Ja, nimm ihn mit. Also, du kannst ihn gerne in den Heli reinstellen, ne? Ich weiß ja nicht. Ja, hier der. Wir kommen auch mit. Ah, ja klar. Setzt euch draußen hin, vielleicht können wir noch ein bisschen auf die Polizei schießen beim Wegfliegen. Achso, warte ganz kurz. Guck mal kurz in den Helikopter rein. Oh nice. Darf ich mir so eine M16 nehmen? Ja, natürlich. Dafür habe ich sie mitgebracht. Ah, da kommt die Polizei. Bereit machen, auf die zu schießen. Jungs, bereit machen. Jo. Feuer. Kann ich. Ja, da tanzt er. Sollen wir nochmal drüber fliegen? Dann fliegen wir drüber. Das ist ziemlich riskant, aber. Dann weinen sie wieder. Also ich würde erzählen. Ja, komm, wir fliegen noch einmal drüber, komm. Ah, ist völlig in Ordnung. Und Feuer frei, Jungs. Ich kann nicht. Alles klar, jetzt können wir weg. Ach komm, einer geht noch, Mensch. So ein bisschen wie so ein Stucker hier. So, ist ja keiner gestorben, oder? Nee. Das ist echt schwer zu treffen. Ja, das glaube ich. Ja, du bist frei, Markus. Das Rechtssystem konnte dich nicht festhalten. Willkommen zurück in den Reihen der Verbrecher. Ja, danke euch, Jungs. So ist. Ja, das ist unscheiße. Ich liebe es, wenn mein Plan funktioniert, übrigens, Mike. Folgen wir uns? Nee. Aber okay, wir folgen denen jetzt. Jo. Das ist so geil, ne? Umgedrehte Rollen so. Okay, ich glaube, du kannst die Sirene anmachen. Okay. Nehmen wir die. Stell dich vor den Sheriff. Du musst dich vor den Sheriff hinstellen. Baron im Blinker raus, so. Okay, ich steig aus. Einen wunderschönen guten Tag, die Herren. Allgemeine Verkehrskontrolle. Bitte einmal aussteigen aus dem Fahrzeug. Ja, hallo. Schön, Sie zu sehen. Ein wunderschöner guten Tag heute, nicht wahr, auf unseren Straßen. Schönen Abend. Schönen guten Tag, ja. Polizei von Lakeside Valley, bitte einmal die Führerscheinpapiere und bitte einmal, die Fahrzeugpapiere, mein guter Freund. Kleinen Moment. Selbstverständlich. Haben Sie erstmal für mich irgendwie einen Nachweis, dass Sie auch, Ob ich Polizist bin? Ja, natürlich. Ja, bitte. Was denn, versteht er? Soweit überzeugt? Ja, ich denke doch. Ich bringe erstmal meinen Führerschein und meine Fahrzeugpapiere. Ja, selbstverständlich. Steigen Sie kurz ein, holen Sie den Mist raus, nicht? Sagen Sie den Kollegen auch, dass er aussteigen soll? Bitte, das wäre ganz freundlich. Ja, der ist gerade geistig nicht ganz anwesend. Er wird gleich verfügbar sein, dann sage ich ihm das selbstverständlich. Ja, super. Aber sagen Sie den guten Mann doch mal bitte, er soll mal kurz die Finger da weglassen von seinem Mikrofon. Ne? Warte, ich klemme ihn auch mal kurz dahin die Antenne ab.
Moment. So, das war's auch mit dem Funk, würde ich sagen, meine Freunde, der Nacht. Schönen guten Tag, Helmut Schmitz. Was tun Sie hier? Das ist eine Straße. Ist für Personenkraftwagen diese Straße geeignet und für Lastkraftwagen. Was tun Sie hier? Ja, schönen guten Tag, die Herren. Aber ich sehen Sie nicht den Bürgersteig. Ich meine, ich bin ganz normaler Mensch, der nur ein bisschen spazieren geht. Ja, das ist immer wieder das Problem, was wir als Polizei haben, dass manche Bürger nicht ganz einsichtig sind. Ich würde Sie bitte bitten, hinter die Absperrung zu gehen und die Polizeiarbeit nicht weiterhin zu beeinträchtigen. Ansonsten muss ich Sie leider mit auf die Wache nehmen. Okay, das ist gar kein Problem. Ja, vielen Dank für Ihre Kooperation. Darf ich denn von hier aus ein bisschen zugucken? Ja. Weil ich möchte später gerne selber Polizist werden. Ja, selbstredend. Ich habe mich schon beworben und vielleicht lerne ich ja ein bisschen. Ja, selbstredend. Genau, ja, gucken Sie zu. Ja, kannst du mal das Sturmgewehr nehmen, Alter? Weiß nicht, ich fühle mich irgendwie sicher gerade mit Pistole. So, da ist auch der andere Herr wach geworden. So, wie ist denn Ihr Name? Ja, das ist natürlich so eine Sache, nicht? Viele Leute nennen mich Malcolm Reynolds, ja. Das ist quasi der Name, der mir gegeben wurde seit meiner Geburt. Und den trage ich seitdem. Und mit dem gehe ich natürlich auch auf Streife, ja, um Recht und Ordnung auf den Straßen von Lakeside Valley zu versprühen, ne? Sagt man ja so schön. Ja, da haben Sie nicht unrecht, Herr Bayronitz. Das war nicht mein Name, aber okay. Ja, selbstredend. Wie ist denn Ihr Name? Dürfte ich den erfahren? Rhino Connor ist mein Name. Sheriff Rhino Connor. Okay. Und Ihr stummer Freund mit der Fashionbrille? Mein Name ist Baerbaum, Dennis Baerbaum. Ah, grüße euch, Ryan und Dennis. Wenn ich das sagen darf, nicht. Ich meine, ich habe euch ja gerade noch eben auf der Wache gesehen, nicht wahr? Wir haben nur einen Kaffee geschlürft, ihr habt mich nicht vielleicht gesehen. Ich war da vorne an diesem Kaffeeautomaten, habe da einen kleinen Vanillakaffee getrunken, ja, haben wir ja da. Und da dachte ich mir natürlich, dann müsste ich jetzt auch mal los mit meinen Jungs, nicht? Die stehen da drüben übrigens auch bereit, ja, ihr seht das schon. Die sind übermotiviert quasi. Die sehen ein bisschen bedrohlich aus. Ja, das ist jetzt Quatsch, ne? Das ist jetzt Quatsch. Die sind ja, wieso? Also, das ist übrigens Shayla und Juri, ja? In unseren Polizei-Evo. Ja, meine schönen guten Tag, die Herren. Guten Tag. Lassen Sie sich von mich gar nicht beeindrucken, ne? Ich bin gar nicht hier. Ja. Ganz unauffällig mit Ihrer schönen Frisur, Herr. Ja, das sind die neuen Radarpistolen, die wir jetzt haben. Ja. Genau, ja. Die sind ganz hinten im Lager quasi, wenn man hinten in die Polizeiwache reingeht, ganz, ganz hinten findet man die. Und damit... Ach, die noch gar nicht. Ja, richtig. Wir hatten nämlich gerade gesehen, Sie sind ein Ticken zu schnell gefahren hier, nicht? Und da dachten wir mal ganz kurz, wir halten sie mal kurz an, ne? Und stellen sie mal kurz zur Rede, weil das macht man ja normalerweise nicht, ne? Muss ja alles seine Richtigkeit haben hier, ne? Oh, warte mal ganz kurz, Ryan, da fällt mir eine Sache auf, mein Junge. Hör mal, du hast ja meine Weste an. Das ist ja meine Weste, da steht ja sogar mein Name da drauf. Ich hab mich schon gefragt, wo die Weste hin ist. Ryan, das wäre übrigens ganz freundlich, wenn du die mal kurz hier auf den Asphalt legen könntest, das wäre unglaublich freundlich, glaub mir. Sie haben starke Argumente, die dafür sprechen, da gebe ich Ihnen recht. Aber können wir das nicht irgendwie anders klären? Also da steht doch definitiv mein Name drauf, oder? Also hier oben links. Von Ihnen aus. Also ich kann das von hier hinten auch sehen, dass Malcolms Name da drauf steht. Ich wollte gerade sagen, das ist nichts, was wir mit Tippex nicht regeln könnten, nicht? Ich würde sagen, Sie kooperieren einfach mal so ein bisschen, ne? Ansonsten müssen wir vielleicht die Geschwindigkeit messen bei Ihnen. Das wäre natürlich nicht so gut, nicht? Ja. Ich würde mal sagen, schade, wenn die schöne Weste dreckig wird. Komm doch mal nach vorne mit dem Geschwindigkeitsmesssystem. Okay, das Geschwindigkeitsmesssystem ist hier. So. Und, was meinst du? Sind Sie zu schnell gefahren? Nachdem die Weste hier auf dem Boden liegt, können wir, glaube ich, nochmal von einer Verwarnung absehen. Ich dachte, Juri, eine kleine Frage. Sie müssen mir unbedingt Ihren Friseur empfehlen. Also, das sieht echt fresh aus, was Sie da haben. Ja, ne? Gib ihn auf deine Haare. Ich kann Ihnen auch mal kurzzeitig meine Haare zur Verfügung stellen. Die Herren? Ja, bitte? Darf ich mich ganz kurz einmischen? Ich möchte ja nicht Ihre Arbeit in Frage stellen, aber ich glaube, von den Personen der Reifendruck passt auch überhaupt nicht, weil gucken Sie sich mal an, wie lasch der hier Reifen sind. Das ist ja eine Gefährdung für die Allgemeinheit. Moment, da muss ich genauer hingucken. Oh, wow, yo. Das ist auf jeden Fall ziemlich niedrig. Uiuiuiui. Der hängt auf jeden Fall auf eine Seite rüber. Ja, habt ihr schon gemerkt, dass ihr so einen leichten Rechtsdrall habt, ja? Ich dachte, Herr
Werbung hätte wieder ein bisschen mehr Donuts gegessen als üblich. Dann kommt es schon mal vor, dass das Auto ein bisschen mehr Schräglage ist. Boah, und die komplette Heckscheibe ist ja zersprungen, also. Nee, zeig. So schlecht. So Ryan. So schlecht. Ja, das ist ja unglaublich, tatsächlich. Wenn man vorher jemand gesagt hätte, also gutes. Ja, Herr Reynolds, jetzt machen Sie uns mehr Ärger als nötig. Ärger? Wie bitte? Also die einzigen Menschen, die hier gegen das Gesetz verstoßen haben, Mr. Ryan O'Connor und Mr. Dennis Baerbaum, das sind ja wohl Sie. Also jetzt kommen Sie mir mal nicht so krumm hier. Ich mache hier die Polizeiarbeit absolut vorschriftsgemäß und Sie haben noch nicht mal hier die Haare ausprobiert. Die liegen übrigens hier vorne ruhig. Immer noch. Ganz ruhig. Ja, ziehen Sie einmal die Haare an. Oh, darf ich das mal testen? Ja, klar. Gerne. Ist natürlich ein bisschen schwierig, ne? Ich meine, man merkt gleich, dass er bei der Polizei ist. Oh, das funktioniert leider nicht. Oh. Ja, das ist natürlich unglücklich gelaufen, nicht? Ich will selber aufheben. Weg. Oh, warte mal, ich glaube Herz. Herz. Und? Oh, das hat bei mir leider nicht so einen Effekt wie bei Ihnen. Oh. Ja, wissen Sie, ein stark pigmentierter mit blonden Haaren. Nein. Passt nicht so, sagen sie. Ja, wenn das so ist, meine Herren, ne? Ich glaube, das ist eher ihr Ding. Dann wünschen wir noch eine angenehme Weiterfahrt, ja? Fahren Sie vorsichtig, machen Sie bitte Geschwindigkeitsbegrenzung. Wir haben gerade ein paar Störungen. Oh. Die Herren Polizisten könnten mich vielleicht möglicherweise mitnehmen und im nächsten Ort rauslassen. Klar, hüpfen Sie rein, aber nicht als Fahrer. Ansonsten gibt es okay, danke schön. Köpfe. Na, rumrollen. Ist schon klar. Ah, ich bin nicht so scharf auf Gefängnis. Ich wollte gerade sagen. Oder ein Tod. Aber es ist mich wundert, dass wir bis jetzt noch niemanden getroffen haben, der uns überfallen wollte, ne? Ja, hat ja keiner Geld, ne? Leute, ich hab einen Auftrag für euch. Oh, wow, was denn? Ich wurde gerade ausgeraubt. Südlich von Lakeside. Wo? Ah, das war hier wahrscheinlich, ne? Wo denn? Nein, nein, waren wir nicht. Wo denn? Südlich von Lakeside. Wo jetzt? Okay. Warte mal, auf welcher Straße? Auf der... Linken, da am Wachenlang, Richtung Police Station fahren die gerade. Alles klar, ja, dann los. Das sind die! Das sind die? Ja! Was ja, ist ein Auto? Nee. Fahr weiter. Lambo, glaube ich, und noch ein anderes. Oh jo, ja, das sind die. Ja, oh, wirklich, das ist er. Die haben auf mich geschossen. Ich wusste nicht, wie ich meine Arme nach oben mache, dann haben sie einfach auf mich geschossen. Nice. Deswegen werde ich die jetzt sowas von vergewaltigen. Halt gleich an, ja. Hast du die Sirene angemacht oder ja, die? Ja, ich. Alles klar. Die sind übertrieben krass schießwütig. Die sind schon wieder hier. Die sind nicht vorbeigefahren. Ja, wir sind der Weiße, wir sind der Weiße. Komm, halt an. Hat umgedreht. Komm, fahr hinterher. Ich hab Straßensperre gemacht. Sehr gut. Los, raus, Hände hoch! Warte. Ja, go. Los, Waffe runter. Wir schießen sofort. Was für Vollschuss. Habe ich beide erwischt? Sag mal an. Einen habe ich gekillt gehabt. Habe ich den anderen erwischt? Ja, ist down. Malcolm Reynolds, einen hast du auf jeden Fall. Ja, einen habe ich gekillt. Der hat instant auf mich geschossen, ne? Ja, habe ich gesehen. So, an der Stelle muss ich einiges erklären, denn die Situation wurde sehr schnell sehr kompliziert. Ihr seht vielleicht, auf dem Boden liegen drei Leichen. Einmal der Kevin und einmal die beiden Boys, die den Kevin überfallen wollten und die von uns getötet wurden. Da auf dem Server das so ist, dass nicht irgendwelche Serverlogs oder irgendwelche Servernachrichten benutzt werden, wer wen getötet hat, sondern dass es so ist, dass man sozusagen Zeugenaussagen und Zeugen befragen muss, damit sozusagen der Mordfall aufgeklärt werden kann, ist es außerordentlich kompliziert herauszufinden, wer jetzt recht hatte. Kevin sagt zwar, obwohl er tot war, dass er überfallen wurde. Wir sagen, dass wir von Kevin erfahren haben, dass er überfallen wurde und dass wir ihn deswegen verteidigt haben. Wir haben allerdings keinerlei Beweise. Und die beiden Boys wurden wiederbelebt, Kevin wurde wiederbelebt und die wurden sozusagen zur Zeugenaussage mehr oder weniger gezwungen auf der Stelle von der Polizei. Da dann urplötzlich Aussage gegen Aussage bestand, die einen sagten, dass wir sie überfallen haben und die anderen sagten, dass die uns überfallen haben, ist das Ganze unglaublich kompliziert geworden und die Polizei hat einfach die beiden Jungs wieder freigelassen. Die konnten einfach weiterlaufen.
Ich, da ich wegen Mordes gesucht wurde, habe mich aus der ganzen Situation erstmal rausgestohlen und bin irgendwo oben auf den Berg gegangen mit meinem Evo und habe einfach gewartet, wie die ganze Situation sich entwickelt. Und im Endeffekt sind wir alle freigelaufen. Kevin durfte freigehen, die beiden Jungs durften freigehen und David und Jockel durften freigehen. Ja. Und weiter geht's, wenn ich völlig verwirrt eine Stunde später vor meinem Berg mit meinem Evo runterfahre und wieder meine Jungs einsammle. Sondern nur so ganz nebenbei, ne? Weil ich bin jetzt gerade die ganze Zeit auf diesem blöden Berg gewesen mit meinem blöden Auto und hab nichts davon mitbekommen, was ihr gemacht habt im Endeffekt, ne? Kannst du mir bitte mal ganz kurz eine Kurzzusammenfassung geben, David? Kurzzusammenfassung wird schwer, aber probieren wir es. Okay, also wir hatten ja die Situation, böse Menschen befallen Mario, schießen jo. Mario an. Jo. Wir treffen böse Menschen töten Mario, nachdem er sie angehalten hat. Wir töten böse Menschen. Korrekt. Jockel rennt in den Wald, du rennst weg, ich bleib da. Jo. Jockel wird entdeckt im Wald von Polizei, die das Ganze umstellt hat mit gefühlt einer riesigen Mannschaft von Polizisten. Okay. Wer ist das da? Das ist David. Genau. Ich bin kurz dahinter. Kurz mal ein Red Bull trinken. Das war völlig in Ordnung, wie ich übrigens gefahren bin. Keine Sorge, dass man in den Gegenverkehr fährt. So. Muss Jockel auf der anderen Seite? Ne, der müsste eigentlich auch da gewesen sein. Auf der Seite. Bin weiter noch. Okay. Ah ja, da ist er. Okay, erzähl mal. Lauf eben rüber. So, also rüber schicken. Genau, dann kam die Polizei, hat das Ganze umstellt, was irgendwie viel zu lange gedauert hat. Aber gut, ich kann die Paranoia verstehen. Polizei halt, ja. Dauert immer lange. Ja, genau, richtig. Und dann haben die zwei guten Leute, die Mario einfach gnadenlos über den Haufen geballert haben, erzählt, ja, der ist ausgestiegen und hat uns bedroht, der wollte uns überfallen. Oh ja, der Lego-Kopfmann. Genau, der böse, böse Lego-Kopfmann. Und in der Retro-Perspektive könnte man sagen, er ist böse. Aber lassen wir das. Ja, ist der böse, ist Mario. Ich hätte da fallen, Leute. Ja, wo? Tankstelle. Im Mario. Ausgleich, ich überfall euch hier. Beim los, Hände hoch. Oder was? What the fuck? Kevin! Was? Wo denn? Welche Tanke? 300 Meter noch, glaube ich. Runter, da schieße. Boah, die schießen instant auf mich. Was, schon wieder? Überlebst du das? Ja, schieß zurück. Da ist die Polizei. Wir sind Bullen direkt. Wir steigen aus. Das sind die zwei Typen von denen. Ich hab ihn gekillt, aber er hat mich auch gekillt. Alles klar. Was war das denn jetzt hier schon wieder? Wir haben anhalten oder schießen gesagt, per Message Instant, ne? Hey, das ist wieder so eine Sache, ne? Mach du Scheiße, okay. Das sind andere gewesen? Das sind die Typen, die uns eben mitnehmen wollten. Jetzt ernsthaft? Wow, ja. Wow, da ist noch einer in der Halle, da ist noch einer in der Polizist, Halle. Polizist. Okay. Polizist. Kannst du reden? Hallo? Keine Sorge. Hallo? Wir sind hier, um die Sache zu klären, keine Sorge. Wir reden. Hallo, wir reden. Ja, dann nehmen Sie erstmal die Waffen runter. Ja, ich weiß, aber Sie hatten auch Ihre Waffen hier unten. Ich war ein bisschen. Ja, hallo, schönen guten Tag. Ja, ich habe aber eine Waffe, die Sie nicht umbringt. Ja, ich weiß. Ich hab meine Waffe nicht benutzt. Wie gesagt, ich bin ein sehr, sehr, wie soll ich sagen, gezügelter Mensch. Warum hat Ihr Mann denn da vorne die Waffen noch bereit? Ja, absolut korrekt. Gerade eben, Polizeirequisiten. Es ist gerade ein bisschen unglücklich gelaufen hier. Hier war gerade eine Schießerei und ich wollte natürlich Recht und Ordnung direkt walten lassen. Yeehaw! Und ich gucke mich gerade mal hier um. Also sieht fast so aus, als wenn hier gerade sich zwei Parteien gegenseitig umgebracht haben. Ich fahre mal eben die Karre vor. Ey Mario, in welche Bredouillen kommst du denn immer? Warum hast du denn überfallen? Ja, weil die mich überfallen wollten. Ach, what the fuck? Die haben mir per Nachricht schon geschrieben gehabt, instant. Das ist auch wieder so eine sinnlose Sache. Wie haben sie meine Handynummer, weißt du? Also folgendermaßen, so wie es aussieht, ist das so gewesen, dass laut des Handys von Christoph von der Nordsee gerade eine Überfallmeldung abgeschickt wurde und hier sich ganz doll gezofft wurde. Jemand ist unterwegs. Wir klären das gleich alles. Die Sirene, ne? Ja. Übrigens habe ich gerade ein bisschen Schiss wegen A, Mordsuch gesucht und B, Polizeiweste um. Aber das mit der Polizeiweste kriege ich geregelt. Das sind die beiden Typen gewesen, die mich mitgenommen haben. Ja, genau. Denkst du, warum die im Wald gewartet haben? Die wollten uns mitnehmen und überfallen. Hey, Erik. Wovon habt ihr gesprochen? Warte mal. Wie jetzt? Warte mal, welche Typen gerade eben? Ja, das ist der Wagen, der uns mitnehmen wollte. Der Jeep wollte uns mitnehmen. Mitnehmen? Achso, so in die nächste Stadt fahren oder was? Ja. Ja, ja, richtig. Und warum hast du das nicht gemacht? Weil er Dave nicht mitnehmen wollte. Weil er eine Priesterrobe trägt.
Und weil ich halt nicht in den Wagen einschlagen konnte. Ach, das war das Antichristenauto, von dem ihr gerade gesprochen habt. Genau, ja, genau, richtig. Ja, tut mein Kopf auch noch ein bisschen weh. Bitte alle Abstand halten. Halten Sie Abstand. Ja, guck mir die Fernglas an. Gehen Sie weg, sonst werden Sie mitgeschockt. So. Ich wusste, dass die hätten uns mitgenommen und überfallen. Ich bin jetzt aufgeregt, ich hab gar nicht mitgeblickt, warum er die ganze Zeit sagt, das sind die! Kann auch mal hinten in den Wagen mit einsteigen, kommen Sie bitte mal mit. Was? Herr Erik? Du hast in den Sunny-Wagen. In den Sunny-Wagen. Können Sie mir bei mir mal ein bisschen, mir mal einen Platz ergeben oder so? Dankeschön. Zweimal einsteigen. Da kümmern Sie sich ruhig erstmal um die Kollegen, die brauchen natürlich erstmal. Also Daniel, das mit der Weste kriege ich hin, weißt du, ich bin ja Stuntman. So, erstmal bitte einmal von Ihnen dann einen Personalausweis. Verzeihung, wie bitte? Ich habe Sie leider gar nicht ganz verstanden. Komm rüber, Jochen. David. Ich bräuchte einmal von Ihnen einen Personalausweis, damit Sie auch mal mit Namen ansprechen können. Ja, bitte sehr. Mein Name ist Malcolm Reynolds. Sie kennen mich vielleicht von einschlägigen Filmen. Five, fall back! Ach, Sie sind genau der. So, die anderen Personen, haben Sie noch irgendwelche, haben Sie was gesehen, was uns bei dem Fall hier helfen könnte? Irgendwelche... Moment, wer ist die andere Person? Meinen Sie mich oder meinen Sie die Nonne? Nee, das ist der Kopf, der andere. Ja. Achso, Verzeihung, da habe ich die Stimmen gerade ein bisschen durcheinander geworfen. Und ja. War da. Ist er hier angehalten? Wollen wir vielleicht Abstand nehmen? Hier ist gerade sehr viel los. Sind sie beide ausgestiegen? Hat man sich. 12, return to formation! So, lassen Sie uns mal ein bisschen hier vom Weg gehen, da können wir uns mal in Ruhe unterhalten, sonst höre ich so viele Leute. Oh, das könnte romantisch werden. Okay, vorne, zu diesem Drehrad hier. So, hallo Herr. Return to formation. Aber jetzt nicht das Abwasch aufdrehen hier, ne? Ein kleiner Wunsch vielleicht noch, bevor wir die Unterhaltung fortsetzen. Sind Sie sich über das Team-Interaktionsmenü bekannt? Ist Ihnen dies ein Begriff? Ja. Geben Sie bitte den Befehl Halt durch, damit Sie nicht die ganze Zeit Radiobefehle bürken. Das würde mir sehr helfen bei der Verständigung. Bürken. Return to formation. Halt. Perfekt. Danke. Ja. Haben wir doch. Ja, das Problem ist, ich wurde auch gerade erst wieder aus dem, sag ich mal, ich hatte gerade eine Ohnmacht. Medic hat mich da gerade erstmal wieder rausgeholt. Aua. Ich hab glaub vergessen zu essen oder zu trinken, irgendwas, aber in meinem Alter kommt das schon mal vor. Ja, das passiert schon. So, jetzt erzähl mir mal was zu der Sachlage hier, was an der Tankstelle passiert. Ich hab so Schüsse gehört. Okay, selbstredend. Das geht gut. Also Sie sehen ja vielleicht selbst, ich als... Ah oh, ja, jetzt geht's wieder los hier. Also ich selbst als rechtschaffender Bürger von Lakeside Valley... Bin gerade eben mit meinem Fahrzeug hier hingefahren, als uns ein panischer Anruf von unserem Lego-Kopf-Freund ereilte, der dann meinte, dass er überfallen wird. Oh mein Gott, what the fuck? Okay, Jungs. Hilfe! Der Bulle ist tot. Der Bulle ist tot neben mir umgefallen. Ja. Hilfe! Mein Gott! Donny, was passiert? Was haben Sie getan? Nichts eigentlich. Wirklich. Auch wenn wir alleine an der See waren. Aus dem Weg, ich bin ausgebildeter Ersthelfer. Das sieht mir eindeutig nach einem Herzinfarkt aus. Aber ich glaube, der arme Mann hat gerade noch gesagt, dass er zu wenig zu essen gegessen und zu wenig getrunken hat. Und urplötzlich kippt er um. Was ist denn passiert? Ich weiß auch nicht, der ist einfach umgefallen. Bist der Sanitäter, Mann? Kevin. Ja? Leg mal kurz deinen Rucksack auf den Boden, ganz Herr kurz. Bolland, bitte ist nicht, der Sanitäter, Mann? Ja, eine Schießerei, ne? Ja. Schnell. Jemand den Sanitäter gesehen? Weil, Mann, ich glaube, die ist schon einige Male passiert. Nimm mal den Rucksack wieder? Ja. Die können wir bestimmt helfen im Krankenhaus. Ja, muss man immer aufpassen. Alles sehe ich schon. Nein, ich bin hier gerade... Den könnten wir bestimmt helfen im Krankenhaus. Aber wenn sie nicht möchten... Ja, bestimmt meine Polizeiwäste den Rucksack voll kein Bio getan. Ja, das wird ja immer wieder... Achso, warte mal. Oh, ich muss eben mein Auto abschließen, kleinen Moment. Dann mach ich mich mal weiter auf. Muss ich tatsächlich machen? Alles klar. Keine Ahnung, Jason Becker folgt dir. So, ein. Ja, hier können wir ein bisschen besser reden. Ich würde sagen, der Fahrer ist durchaus verdächtig. Ich gebe
meine Handynummer jetzt nicht eben. So, so. Bestätigen wir mal kurz die Aussage, was ist hier passiert und warum wurde ich jetzt dazu gerufen, dass wir die ganzen Leute da sind. Okay, folgendermaßen, ja. Wir sind überall Menschen gewesen, also beziehungsweise, ich fange ganz von vorne an, ja. Ich hatte eine Nachricht bekommen von meinem Lego-köpfigen Freund, den Sie, wenn Sie aus dem linken Fenster gucken, glaube ich, irgendwo da vorne bei seinem Auto sehen. Ja, da hinten steht er noch, der mit dem türkisen T-Shirt. Christoph von Nordsee? Genau, der Herr von der Nordsee. Und urplötzlich fing eine Schießerei an. Der weiße, ja gut, ich weiß nicht noch, was das für ein Wagen ist, dieser weiße Geländewagen dort vorne. Ja, und der fuhr vor und hatte sozusagen eine SMS an den Herrn mit dem Lego-Kopf von der Nordsee geschickt, dass er einen Überfall sozusagen zu erwarten hat. Der Herr von der Nordsee steigt aus und wehrt sich dagegen, mit Worten in dem Fall. Eine riesige Schießerei brennt los und beide Parteien schalten sich gegenseitig aus. Der letzte, Herr André Weiß, steigt aus seinem Geländewagen aus, blickt sozusagen noch auf meine Waffe und ergibt sich auf der Stelle, weil wir angehalten haben, um sozusagen die Situation zu deeskalieren. Ja. Und im Endeffekt, würde ich sagen, hat sich Christoph mit den anderen Herren, dessen Namen ich vergessen habe, gezofft und umgebracht. Ja. Und wir kamen eigentlich noch dazu. Und urplötzlich standen überall Menschen mit Waffen, die das Ganze versucht haben zu kontrollieren. Herr Reynolds, wenn ich jetzt davon ausgehe, Ihre Aussagen hier Glauben zu schenken, dann waren wir gerade bei dieser Situation, wo Ihr Lego-köpfiger Freund, wie Sie ihn so freundlich nennen, dabei war. Und es hieß im Endeffekt Aussage gegen Aussage. Was hatten Sie denn mit dem Herrn Moon zu tun? Es gab einen Herrn Moon. Ja, korrekt. Tyrone Moon. Ähnliche Situation. Gehört der zu Ihnen oder war das einer von denen Sie überfallen wurden? Das waren die Überfaller, sozusagen die, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, die am Überfallenden, die Überfallenden, sozusagen. Das ist ein Toupet. Die Verbrecher, nennen Sie die Verbrecher. Genau, perfekt. Ja, die Verbrecher sind sozusagen bekannte Überfaller von Lego-köpfigen Freund. Der Lego-köpfige Freund wurde in der Nähe des Waffenhändlers, des legalen Waffenhändlers im Norden von Morrisontown überfallen, ist dann sozusagen auf der Flucht gewesen, hatte uns als mit uns ist übrigens der Blonde dort vorne gemeint und die Nonne Bescheid gegeben, dass sozusagen er überfallen wurde. Wir wurden also von den Lamborghini aufgehalten, passenderweise, weil wir den natürlich auch zur Rechenschaft ziehen wollten, gerieten in eine Schießerei mit den Lamborghini. Der Lamborghini hielt an, erschoss unseren Lego-köpfigen Freund, mal wieder heute, das ist schon öfters passiert heute. Der Lego-köpfige Freund hat einen von den Lamborghini-Leuten umgebracht, vermutlich den Herrn Moon oder den Herrn Bohlen. Und ich hatte den Herrn Bohlen aus der Distanz erledigt und sozusagen ausgeschaltet, um das weitere Morden Einhalt zu gebieten. Okay, so verstanden. Diese Situation hatten wir ja eben schon grob aufgeklärt. Wir machen uns das so, wenn Sie damit einverstanden sind, Herr Reynolds. Wir nehmen Sie und Ihre Lego-köpfigen Freund, die Nonne und unseren Dieter Bohlen für Arme mit aufs nächste Polizeipräsidium, weil unser Gericht da momentan leider belegt wird und gleichzeitig noch die Bank in Lakeside überfallen wird und würden dort erstmal eine kleine Verhandlung führen, wenn das für Sie in Ordnung wäre. Ja klar. Können wir mit unserem eigenen Auto fahren oder müssen wir abgeführt werden? Das können Sie natürlich machen. Wir treffen uns beim Sheriff Department knapp 500 Meter von uns weg. Alles klar. Also hier in Morrison. Da finden Sie eine kleine Polizeistation. Genau. Besten Dank, Herr Kleber. Alles klar. Wir sollen übrigens uns im Gericht einfinden von Morrisontown. Wir können nochmal alles aufklären. Ey, Kevin, wo ist denn jetzt eigentlich der Typ, der dich erschossen hat? Ich hab keine Ahnung. Der ist im Krankenhaus, glaube ich. Ich glaube, der ist Krankenhaus. Der hat einen Krankenhaus gebracht. Wegen gebrochenen Beinen und so. Wow. Wow, okay, und der legoköpfige Freund, wo ich das Auto noch von deinem Kopf wegfahren musste. Du bist immer noch hier, ja? Ich hatte nur Schürf unten am Arm im beiden, ja? Okay, Dieter Bohlen für Arme, legoköpfiger Freund und Nonne einsteigen. Übrigens, danke, dass du meine Tarnung hast auflegen lassen. Wieso? Ich war gar nicht offiziell dabei. Habe ich nur zufällig getroffen. Achso. Nein, ich weiß schon, was ich sagen werde. Ja. Ich sag einfach, ich wollte, dass mein Name nicht in offiziellen Dokumenten auftaucht, in Verbindung mit vielleicht Kriminellen, dass sie die Kirche nicht so gerne haben. Guter Punkt. Ja. Und ist ziemlich rücksichtslos. Ja, das ist ziemlich rücksichtslos. Boah, er hat nicht mal Licht an. Hier, Licht, Licht. Gott verdammt, Alter, Polizei, ne? Der Wahnsinn. Ja, weißt du, also 500 Meter hat er gesagt, das war vielleicht 50. Das ist das Police Department. Ja, ich weiß, die haben noch kein Gerichtssaal, deswegen müssen wir uns beim Police Department treffen. Kann irgendwo dahinter parken? Gibt es irgendwelche Parkplätze? Ich fahr nicht zu weit, ne? Nee, irgendwie nicht. Oh, warte mal, doch, hier hinten. Fahr einfach rein.
Nee. Aussteigen, Waffe wegpacken. Ja. Kevin, park mal so, dass du mit den Scheinwerfer das ganze Haus erleuchtest, okay? Ich will nichts sagen, ich bin auf dem Dach. Ich würde hier immer aufpassen, auf diesen Boden zu fahren. Der ist sehr matschig und teilweise bleiben die Reifen hier hängen und dann kommen sie nicht mehr von der Stelle. Das ist immer sehr unpraktisch. Oh, da haben wir schon ein paar mehr Informationen. Der braune Boden ist böse, der hellbraune ist gut. Nur so ganz nebenbei. Übrigens, Herr Kleber. Oh, sehr schön. Ihr Gebäude macht komische Sachen mit Menschen. Sie sollten es eindeutig mal auf paranormale Aktivitäten kontrollieren. Ich bin auf dem Dach gelandet, nachdem ich aus dem Auto ausgestiegen bin. Komische. Hey, wenn mal, steigen Sie mal bitte aus. Wir wissen ja, dass Sie Priester sind, aber Sie müssen ja nicht gleich zu Ihrem Gott nach oben steigen. Kommen Sie bitte wieder runter. Ich suche einen Weg, ist ziemlich dunkel hier oben. Spring! Moment bitte. Spring! Ja, andere Weiß. Nein! Steigen Sie mal bitte aus. Nein, Sie springen nicht. Kannst du ja vorne die Einfahrt runter. So, der Rest kommt bitte einmal mit mir mit. Oh, ja. Das ist mega gut hier. Herr Reynolds, wir haben unseren Mitarbeiter gefragt. Oh, ja, den habe ich gar nicht gesehen. Moment. Wie gesagt, paranormale Aktivitäten. Ich würde Ihr Haus eindeutig mal spirituell reinigen lassen. Es gehen merkwürdige Dinge vor. Oh, shit. Lass einfach mal meine Karre in den Mitarbeiter drin stehen, okay? Ja.